Willkommen zu einer neuen Runde World of Warships. Und ja, aus dem anderen Weihnachtscontainer, den man bekommt, habe ich tatsächlich was Gescheites gezogen. Und zwar den japanischen Tier 7 Zerstörer Yudachi. Und der wird auch gleich ausgepackt, würde ich mal sagen. Kam mit dem Level 10 Kapitän, das ist sehr angenehm. Denn Top DDs und Gunboat DDs eigentlich auch. Jeder DD kriegt auf Level 10. Für jeden DD ist eigentlich der Level 10 Kapitän ein harter Power Boost. Weil Zerstörer halt auf diesen Tarnwert hart angewiesen sind. So, die Yudachi hat ein sehr weirdes Turret Displacement mit diesem einen Einzelturm da unten, der sich auch noch nach vorne dreht. Aber es ist im Endeffekt irrelevant, weil, wie gesagt, das ist ein Top-DD. Ein reiner Top-DD. Du kannst mit den Kanonen vielleicht mal was Last-Hitten. Aber das war's auch schon. So, ja, anyway, wovon muss man im Gegnerteam aufpassen? Wir müssen aufpassen vor der Helena. Einfach, weil die mich schreddert. Ansonsten Duke of York natürlich und Nelson, weil HE-Munition, aber sofern wir aus der deren Vision bleiben, sollte eigentlich nicht viel passieren können. Gegner haben auch eine Yudachi. Die anderen sollten alle einen schlechteren Tarnwert haben als ich, wobei ich mir bei Shiratsuyu gerade... Ne, Shiratsuyu war ein Gun-DD, das heißt, die hat einen schlechteren Tarnwert als ich. Okay, das heißt, aufpassen müssen wir vor allem, dass wir nicht in die gegnerische Yudachi rennen. Skane sollte auch einen schlechteren Tarnwert haben als ich. Interessant an der Yudachi, sie hat einen Torpedo-Reload-Booster. Das heißt, die kann einen ziemlich breiten Teppich rauslegen. Anyway, wir haben bereits einen Zerstörer in der Mitte, das heißt, ich versuche erstmal ein bisschen nach außen zu fahren, um ein bisschen zu flanken. Gerade auf der Map hier, wo die Capture-Punkte so beieinander liegen. Also, die Bases sind ja keine Capture-Punkte. Das sind Bases. Erstmal schauen, wo so Gegner auftauchen. Es ist kein Carrier dabei, das heißt, wir könnten nicht random gespottet werden. Heißt aber auch, dass wir nicht vorsichtig die gegnerischen DD spotten, wenn die keinen Fehler machen. Wie dieser DD da zum Beispiel, der da in der Mitte aufgetaucht ist. Das, was ist denn das? Ah, das ist gar nicht. Ah, und da haben wir auch die andere Yudachi gespottet. Will sie von der Hada spotten lassen, oder was? Schießt die? Oder warum ist die noch gespottet? Die muss schießen, sonst wäre die nicht gespottet. Wow. Okay, das heißt, jetzt haben wir alle Zerstörer gesehen, die uns sehen würden, bevor wir sie sehen, oder nicht mehr rechtzeitig. Die Skane will stumpf auf unseren Punkt drauf. Ah, sie hat Hilfe deswegen. Da ist die Jervis. Gut, vielleicht sollten wir uns auch mal Richtung unseren Punktes bewegen. Aber nicht vorher noch einen Teppich für die Colorado auszulegen. Allerdings ohne Reload. Das Effizienteste ist, wenn man den Reload Boost immer direkt nach dem Abwerfen von den Torpedos benutzt. Oh, und da hat auch schon die Skane einen Abgang gemacht. Allerdings unsere Mahan auch schon. Und das heißt, die Jervis ist jetzt auf unserem Punkt, also irgendwo an unserem Punkt, und keiner spottet die. Und nevermind, da ist die Jervis. Ja, das ist natürlich immer noch die Situation, in der wir gespottet werden können, was hinter der Insel vorkommt. Problem, Jervis hat weit bessere Kanonen als ich. Naja, Amerikaner halt. Also, wir werden uns zwar was Gutes geht, aber unser Ziel ist es gerade so schnell durch den Nebel zu flüchten. Was geklappt hat. Jervis scheint keinen Nebel mehr zu haben. Und die sind mit Hydroakustik aufgedeckt. Aber die Jervis macht zum Glück noch rechtzeitig einen Abgang. Deren Torpedos erreichen uns nicht. Und das heißt, wir warten jetzt mal ab, bevor wir nicht mehr brennen. Denn solange wir brennen, ist unsere Vision größer. Ist also unsere Sichtbarkeit, nicht unsere Vision. Und das wollen wir nicht. So, da kommt unser Torpedoteppich inzwischen langsam mal an. Yudachi, sehr große Reichweite auf den Torpedos. Aber die sind langsam wie sonst was. Aber ja, man sieht es auf der Minimap. Das ist der äußere Ring. Das sind meine Torpedos. 15 Kilometer. Wir jagen einfach mal welche rein, falls die Colorado langsamer wird. Haben wir noch einen Nebel, so kann ich auch gerade so gut eine Salve mitgeben. Weil die kostet ja nichts. Viel Schaden macht sie ja vielleicht zu nützlich an. Nee, tut sie nicht.
So, anyway, ich entscheide mich jetzt hier sogar doch noch den zweiten Teppich rauszuhauen von den Torpedos. Denn sie dreht raus. Chancen bestehen durchaus, dass die da reinfährt. Problem ist, das da. Hätte ich jetzt mal noch meine Torpedos gehabt. Ja, hallo Helena. Aber ich habe Dusel. Die sieht mich nicht. Also doch, sie sieht mich, sie spottet mich. Aber sie ist halt auf ihr Ziel fixiert, auf das sie schießt. Namentlich unsere, was ist das, die Fiji. Was sehr gut ist, denn die Helena würde mich absolut schreddern bei den HP. Jetzt ist da auch noch die Nelson aufgetaucht. Allerdings die paar Secondaries von der treffen mich gewiss nicht. Und ja, da ist mir kurz die Düse gegangen. Aber wir sind safe. Gut, damit wissen wir jetzt halbwegs, wo alle Gegner sind. Die gegnerische Scores macht einen Abgang. Wenn man das so ausspricht, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wenn jemand weiß, wie man russische Namen ausspricht, kann es mir gerne sagen. Ich habe mal gehört, dass man es angeblich Scores ausspricht. Aber falls nicht, dann, naja. Anyway, wir supporten mal die andere Flanke und hey, unsere Torpedos haben die Colorado tatsächlich erreicht. Zum zweiten Mal auf absolute Long Range. So, Nelson und Helena gucken da irgendwo auf den Punkt rum. Ah, da ist Nelson auch schon. Allerdings ein bisschen zu schnell, falls sie ihren Kurs hält. Falls sie ihren Kurs nicht hält, allerdings sind hier ein paar Torpedos. Gut, Helena auf die Distanz würde wahrscheinlich eh gleich eine Kurve machen. Sollte die Nelson stumpf geradeaus fahren, werden die Torpedos sie wahrscheinlich nicht treffen, aber naja, sehen wir ja gleich. Und falls sie nicht treffen, geben wir gleich noch eine, sobald wir auf der anderen Seite der Insel sind, denn bis dahin sind die wieder nachgeladen. Und so lange fahren wir mal weiter geradeaus, ja. Hier mal kurz ein bisschen langsamer machen, um hier die Lücke zwischen Inseln zu nutzen, zum Spotten. Helena hat sich inzwischen entschieden, auf Angriffskurs zu gehen. Und ja, die Nelson ist stumpf geradeaus gefahren. Passiert auch mal. Oh, und da ist die gegnerische Judachi. Mit mehr HP als ich. Also, ja. Ab in Nebel, ne? Und die sieht mich im Gegensatz zu Helena. Allerdings war das jetzt gerade gut, wir haben sie dazu gebaitet zu schießen. Und im Gegensatz zu uns scheint deren Nebel gerade auf Cooldown zu sein. Das ist alles, was sie mit ihrem Schuss gerade erreicht hat, war sich selber zu killen. Tja, das war wohl nix. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. So, damit sind fast alle gegnerischen Zerstörer raus. Nur noch die Shiratsuyo lebt noch, allerdings ist die noch full life. Und die wurde, glaube ich, doch, da oben ist die. Okay. Gut, auf unserer Seite ist noch Gneisenau und Duke of York. Beide schon relativ angeschlagen. Unsere Teammates allerdings auch. Ja, sowohl die KGV als auch die Gneisenau sind auf Hälfte. King Joshua deutlich weniger. Und da hier noch die Nelson ums Eck kommt, helfen wir den Jungs doch mal, würde ich sagen, ne? Oder Mädels. Eigentlich Mädels, sind Schiffe. Schiffe sind weiblich. Anyway, Nelson, die mit der AP auf einen Zerstörer schießt. Also nicht auf mich, sondern da hinter mir auf die Haida war das. Ich vermute mal, die hat der AP einfach noch geladen. Schätze ich. Weil für Nelson ist ja eigentlich HE Standard. Und AP machst du, wenn du gerade ein gutes Ziel dafür hast. Zugegeben, Nelson hat mehr gute AP-Ziele als jetzt der King George oder so. Weil die halt 406 mm hat. So, Duke of York hat da gerade für sie sehr ungünstige Geschwindigkeit auf. Die fährt nicht mitten in diese Lücke hier rein. Ich natürlich nur eine Ladung ab, weil die hat von vornherein nicht mehr viel HP. Das heißt, ob die überhaupt überlebt, bis unsere Torpedos ankommen, ist eine ganz andere Frage. Und die Antwort scheint nein zu sein. Die brennt nämlich gerade runter. Na? Jawohl. Aber hier ist ja noch so eine Gneisenau. Die gerade keiner spottet.
Okay, never mind, jetzt spottet sich jemand. Ah, weil sie geschossen hat, deswegen. Aber gut, sagen wir der Gneise nochmal Hallo, würde ich sagen. Vor allem, solange die sich dahinter ihrer Insel so sicher zu fühlen scheint. Nelson dagegen macht gerade eher einen Abgang. Im Sinne von Ausweichbewegungen. Schießt aber die Torpedos trotzdem noch weiter. Weil deren Gneise genau noch Half-Life ist und ich weiß nicht, ob 4 Torpedos reichen, um die zu killen. Deswegen kurz die Torpedos rausgehauen und Reload Booster benutzt. Frag sich auch, welchen Winkel hat die Gneise genau, falls sie sich nicht bewegt hat. Okay, hat sie nicht. Na dann. Ah, jetzt bemerkt sie uns und gibt wieder Gas. Nur leider ein bisschen zu spät. Und ja, die Torpedos, vor denen müssen wir keine Angst haben. Tschüssi. Okay, ja, 4 hätten gereicht. 3 hätten gereicht. Unser Team hat die Führung übernommen. Aber gut, sicher ist sicher und es ist nicht so, als ob hier noch ein anderes Schiff wäre, für das wir die Torpedos jetzt braucht würden. Tun wir nämlich nicht, weil die Nelson erreichen wir jetzt nicht mehr. Das, wenn wir mit denen auf die schießen würden, die hat komplett rausgedreht, das heißt, die ursprünglichen erreichen die auch nicht. Also, numerischen Vorteil nutzen und auf den gegnerischen Punkt fahren, um den mal zu cappen. Ja, unsere AIDA hat schon angefangen, aber man kann ja helfen. Nur für den Fall, dass die gespottet werden sollte oder sowas. Gut, die York ist sonst wo und bis die Colorado da ankommt, geht eine Menge Wasser an der Kanone unter. Denn Colorado ist jetzt nicht gerade das schnellste Schiff. Wer sich an mein West Virginia Game erinnert, Colorado ist etwa genauso schnell wie die West Virginia. Was Sinn macht, sind Schwestern auf verschiedenen Tiers. Ja, im Endeffekt ist die West Virginia zu Colorado im Endeffekt das, was die Musashi zu Yamato ist. Ich könnte theoretisch einen Motorbooster machen, ich kann hier auch ein bisschen was nicht machen. Aber Hauptsache, wir hören hier das Spähflugzeug von unserem Schlachtschiff. Ah, inzwischen hat sich die York wieder gedacht, dass sie mal auftauchen könnte. Mal gucken, ob er es noch schafft. Noch ist die AIDA nicht gespottet. Gut, jetzt fährt auch die Ashigara auf den Punkt. Allerdings, wenn die Ashigara auf dem Punkt sein sollte, dann können sie die Ashigara angreifen, um den Cap-Fortschritt zu reduzieren. Sie würden es noch nicht so viel verlieren, weil die AIDA auch noch drauf ist. Besonders effizient wäre es trotzdem nicht. Oh. Maschinenboost aktiviert. Die York hat da eben aber noch mehr HP. Nee, halt, Quatsch, die war nicht in unserer Vision-Reichweite. Wir hatten nur den Umriss gesehen auf dem Minimeter. Das heißt, die HP hat sich auch nicht aktualisiert gehabt. Dann never mind, schätze ich, ne? Aber so und so, wir kommen nicht mal mehr rechtzeitig an, denn die AIDA capt deren Base. Und damit ist auch dieses Game gegessen. Ja, das war eine Runde in der Yudachi. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. Das